Herzlich willkommen zu den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hense und ich habe das große Privileg und Vergnügen, im Rahmen dieses Festivals die BIFF Talks durchzuführen. Das sind Gespräche mit SchauspielerInnen, RegisseurInnen und weiteren Gästen unseres Festivals. Und dieses Format, das soll zum offenen Gespräch anregen über die Filme, die wir hier zeigen und die Menschen, die dahinter stehen. Und jetzt habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich MC René. Hallo. Ja, schön. Danke für die Einladung. MC René. Die wenigsten kennen den bürgerlichen Namen, sondern man kennt dich ja vor allem aus dem musikalischen Bereich. Und jetzt durch diesen Film Anomalie, ein mittellanger Film, lernt man dich nochmal ganz anders kennen. Wie war es, einen Film über dich selber mitzumachen? Ja, es ist ja ein dokumentarischer Film über einen bestimmten Aspekt meines Werdegangs, nämlich den Anfang, Back to the Roots. Es ist schon natürlich ein bisschen komisch, über sich selbst einen Film zu machen, weil ich ja auch der Produzent bin. Aber ich bin ja ein Forscher der Hip-Hop-Geschichte und meine gehört ja auch mit dazu. Und ich fand es sehr reizvoll, wieder dahin zurückzugehen, wo ich angefangen habe. Und mich auch zu fragen, warum habe ich angefangen? Was war meine Motivation? Wie habe ich mich damals gefühlt? Und da hat es sich angeboten, auch dort zu sprechen, nämlich in der Weststadt in Braunschweig, wo ich aufgewachsen bin, über ja, meine Motivation, Intention und wieso, weshalb, warum. Und ja, das war schon etwas seltsam für mich selbst, also dorthin zu gehen, in dieses alte Viertel, weil es eine Mischung aus Vergangenheit und jetzt Gegenwart darstellt. Auf der einen Seite total vertraut, weil die Häuserfassaden teilweise genauso aussahen, wie sie damals vor 25 Jahren aussahen, und gleichzeitig total fremd, weil ich ein anderes Leben mittlerweile führe. Und das war für mich persönlich die spannendste Erfahrung. Wie war es, mit den alten WeggenossInnen zusammenzutreffen? Man sieht unter anderem Teile deiner Familie, Menschen, mit denen du früher zusammen Musik gemacht hast. Ja, klar. Also ich habe ja gerade in den letzten Jahren wieder auch viel, viel mehr Kontakt in diese Stadt geknüpft. Dadurch, dass ich eine Zeit lang nicht aktiv in der Musik war, sondern ich habe ein anderes Projekt gemacht. Und als ich wieder angefangen habe, ein MC zu sein, habe ich auch viele Konzerte in Braunschweig wieder gespielt, hatte hier auch viele Kontakte wieder von früher, wo man sich aus den Augen verloren hat. Und als ich dann den einen Kollegen angefragt habe, den DJ Roy T, von früher zu sprechen, ist es natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, eine gewisse Vertrautheit. Auf der anderen Seite ist das alles auch schon total lange her, aber es ist interessant, wie dann andere Leute, die über mich reden, welche Perspektive die haben. Das war mir auch sehr wichtig. Ich sollte ja nicht nur sagen, ich erzähle über mich, sondern andere erzählen vor allem über mich, was dann für den Zuschauer auch erfahrbarer ist einfach. Du hast es eben gerade gesagt, MC, unser ja. Klassisches Filmfestpublikum geht ja eher so in große Langspielfilme und hat vielleicht weniger zu tun mit der Hip-Hop-Szene. Ja. Was ist ein MC? Kannst du es mir kurz erklären? MC ist Master of Ceremonies, also aus der Bedeutung des Wortes heraus Meister der Zeremonie. MC ist jemand, der sehr gut mit Worten umgehen sollte. Ein MC ist jemand, der auch sehr, sehr viele Situationen handeln kann. Also der auch vom Skript abweichen kann. Und nehmen wir mal an, der Strom fällt aus, irgendwas läuft nicht so nach Plan, dann kann der MC etwas daraus machen. Der MC hat auch eine gute Verbindung zum Publikum. Ein guter MC kann auch freestylen. Freestylen bedeutet, ohne vorgefertigten Text, ähnlich wie beim Jazz, frei zu improvisieren mit den Worten. Und ich glaube, ich habe mir das im Laufe der Jahrzehnte verdient, dass ich mich selber MC nennen darf, auch wenn ich mich am Anfang meines Werdegangs schon MC genannt habe. Von daher für das Publikum, ein MC ist der, der euch sowohl unterhält, der die Stimmung, der auch Stimmung erzeugt und der über Beats kommuniziert. Und jetzt kommunizierst du auch über Bilder. Ja. Wie war das für dich, ins Medium Film zu wechseln? Ich hatte schon in Vergangenheit oder in älterer Vergangenheit schon Berührungspunkte. Es gab auch mal einen Tatort über Hip-Hop.
Da muss ich aber sagen, der war eine Vollkatastrophe, weil eben genau das stattgefunden hat, was oft das Problem ist, wenn es um Hip-Hop geht, dass man das Filmschaffende, also heute ist das nicht mehr so, denken, sie müssten das einer Zielgruppe übersetzen, die gar nichts damit zu tun hat. Ich finde, damit verhöhnt und unterschätzt man die Differenzierungsfähigkeit des Publikums, die vielleicht keine Berührungspunkte damit haben. Und dadurch, sage ich mal, stereotypisiert man das, was Hip-Hop eigentlich in Wirklichkeit ist. Man stereotypisiert das, man, die ganzen Narrative, Rapper sind nur Gangster oder stehen am brennenden Mülltonnen oder tragen weite Hosen. Ich finde, das ist insofern schlimm, weil es der Sache überhaupt nicht gerecht wird. Die Leute sind in anderen Bereichen total elaboriert und können ohne Schwarz-Weiß-Denken Sachverhalt auch verstehen und einordnen in der Politik oder bei dem Thema Gendern zum Beispiel, beim Thema Rassismus und so weiter. Und beim Hip-Hop ist es oft so, auf einmal verlieren Leute, die normalerweise das intellektuelle Stehvermögen haben, verlieren auf einmal völlig ihre Differenzierungsfähigkeit und sind sehr schnell bereit, ja, das sind ja nur solche und solche Leute. Dabei ist die Hip-Hop-Kultur allein auch wirtschaftlich absolut gigantisch erfolgreich, also auch aus diesen Gründen. Es hat aber was damit zu tun, dass Hip-Hop immer schon eine Rebellenkultur war und immer eine DIY, also Do-It-Yourself-Kultur. Das heißt, ich zweckentfremde Dinge wie ein Plattenspieler und mache damit was Neues. Ich singe nicht, ich spreche, ich tanze, aber ich mache meinen eigenen Stil. Und das hat auch viel was mit Autodidakt-Sein zu tun. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es hauptsächlich darum geht, einen Titel zu haben. Ich studiere, also bin ich. Aber das sagt noch lange nichts über deine Kompetenz oder Expertise aus. Und beim Hip-Hop ist es so, viele Techniken, die heute auch benutzt werden oder Inspiration, ob es in Fashion, in Kunst oder in Musik sind, sind alles von Leuten geprägt und gemacht worden, die sich das selber beigebracht haben. Und das fasziniert mich daran. Und das war auch der Grund, warum ich in Braunschweig da ein, sage ich mal, auf Metaebene oder für mein Herz oder für meine Zerrissenheit zwischen Marokkaner und Deutscher, zwischen als Scheidungskind zwischen Mama und Papa, hat mir Hip-Hop ein Refugium gegeben, in dem ich mich entwickeln durfte, in dem ich sein durfte, wie ich bin, in dem ich akzeptiert wurde, weil ich bestimmte Fähigkeiten auf einmal oder Talente hatte, die ich dort ausprägen konnte. Und das ist ja auch das Interessante an diesem Dokumentarischen, dass man nicht nur Lokalgeschichte verhandelt, sondern auch deine eigene Biografie, Hip-Hop-Geschichte. Ja. Das trifft sich alles wieder. Und am Ende sagst du, du bist gereist und du hast Musik gemacht, um bei dir selber anzukommen. Ja, genau. Ja, ich hab im Jahr 2010, 3,5 Jahre ohne festen Wohnsitz, bin ich mit der Bahncard 100 durch Deutschland gefahren. Das allein wäre auch schon eine Dokumentation wert. Ich habe aber darüber ein Buch geschrieben. Und da geht es um das, was du gesagt hast, auch um die Reise zu sich selbst. Ich wollte Comedian werden. Ich habe gemerkt, das bin nicht ich. Und habe später erst den Sinn meiner eigenen Reise erkannt. Also auch, und darum ging es auch in dieser Dokumentation, weil ich bin ja an einem anderen Punkt, wo ich zurückkehre. Ich bin ein Erwachsener, ich bin Familienvater. Ich bin irgendwie der Hip-Hopper geworden, der ich immer sein wollte, aber an den ich lange nicht geglaubt habe. Deswegen sitze ich dann noch im Staatstheater so als Metapher, ich habe es geschafft. Nicht, dass ich jetzt der super Multimillionär wäre oder mit Statussymbolen um mich schmeißen kann, sondern auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, dass man sich selber erkennt und selber zu seinen eigenen Fehlern und Schwächen steht und Scheitern auch als Chance betrachtet und Aufgeben nicht als Option. Und darum geht es auch in meinem kleinen Film, der zeigt, wie jemand, der eher aus einfacheren oder schwierigeren Verhältnissen kommt, sich selber mit Hilfe der Musik emanzipiert, ja, aus seiner eigenen Zerrissenheit. Deswegen auch Anomalie als Begriff, als Fremdkörper. So habe ich mich auch in dieser Gesellschaft gefühlt. Und irgendwie hat Hip-Hop mir die Bestätigung gegeben, dass das alles Konstrukte sind. Die haben nichts mit mir zu tun, die haben was mit der Gesellschaft zu tun. Und das konnte ich natürlich auch indem ich Gruppen wie Public Enemy gehört habe, politischer Rap aus Amerika,
die sich hauptsächlich auch mit afroamerikanischer Geschichte beschäftigt hat. Da konnte ich mich auch mit identifizieren, mit dem Kampf, dass Leute unterdrückt werden oder dass man als Minderheit angesehen wird. Und das habe ich nicht in der Schule gelernt und nicht in dieser Gesellschaft, die mir Narrative vorgelebt hat, wie das Berufsinformationscenter, welche Berufe ich auszuführen habe mit meinen Interessen, sondern das war alles ein weißes Blatt. Das ist wie, als wenn ich einen Text schreibe und ich habe keine Idee, was jetzt passiert. Und ein paar Stunden später hat sich mein Blatt mit Wörtern, Gedanken, Gefühlen gefüllt und so. Und auch diese Freiheit, sich zu nehmen, in einem Prozess sich weiterzuentwickeln. Aber es ist immer wichtig, dass man zu seinen Roots zurückkehrt. Und im Zuge dessen dachte ich mir, ich muss das machen. Ich muss wieder nach Braunschweig. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Die Geschichte auch um die Braunschweiger Hip-Hop-Szene in den 90ern, die ist viel, viel größer. Aber dafür haben mir die Mittel gefehlt. Ich wollte nicht zu viel machen, sondern habe mich dann auf mein Projekt konzentriert. Aber finde das Thema generell, weil das, was heute ist, basiert ja im Wesentlichen auch auf den 90er Jahren. Das war ja sozusagen die letzte eigene Jugendkultur. Es gibt es ja heute nicht mehr. Das ist jetzt eine neue Musikrichtung. Also Jugendliche oder junge Erwachsene sind ja durch verschiedene Stile geprägt. Und früher gab es dann die Heavy Metaler, dann kam Grunge, dann gab es Hip-Hop, dann gab es elektronische Musik, also völlig neue Sachen. Das gibt es ja heute nicht mehr. Deswegen ist diese Zeit interessant zu beobachten, weil es das, was wir jetzt an digitale Moderne haben, so eine Art Fundament ist und so. Aber wie gesagt, um wieder zu meiner Geschichte zu kommen, ich wollte einfach nur meinen kleinen bescheidenen Weg dokumentieren, weil ich fand, das ist was Erzählenswertes, weil ich immer dachte, ich bin mit meinen Gefühlen, dass ich nicht weiß, wo ich hingehöre, dass ich damit alleine bin. Und irgendwie jetzt merke ich, das ist voll relevant, weil viele fühlen sich so. Und du hast es eben genannt, schwarz und weiß. Und da kommen wir jetzt rüber zu einem Punkt, den ich total interessant finde an diesem Film Anomalie, nämlich er ist schwarz-weiß. Was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht? Und auch zum Teil erscheint ja dein Text, den du rappst, auch und Namen in Graffiti auf dem Screen. Ja, weil das Graffiti ist ja eine Verschriftlichung von Texten. Also es ist halt Kunst. Und auch wenn hat auch was mit Ästhetik zu tun. Und ich fand die Ästhetik sehr passend, weil uns das Writing oder Graffiti auch geprägt hat. Man schreibt seinen Namen. Auf einmal hat man eine Identität, eine künstlerische. Von daher die Entscheidung dafür. Da haben wir auch jemanden gefunden, der auch aus der Hip-Hop-Kultur kommt. Die arbeiten alle in großen Agenturen. Und dann kann ich den fragen, dann macht er das für mich so, weil er das Projekt toll findet. Schwarz-Weiß aus einem ganz einfachen Grund. Ich wollte dem eine gewisse zeitlose Ästhetik geben und keine RTL2-Ästhetik. Das kann schnell in Farbe so aussehen. Also habe ich mich auf Schwarz-Weiß schon von vornherein festgelegt, weil ich mehr wollte, dass es eben wie Arte aussieht, als wie RTL2. Also nichts gegen den Sender. Das hat rein ästhetische Gründe. Und ich wollte dem einfach einen gewissen Stil geben. Und dann habe ich mich dafür entschieden, die Weststadt eher wie ein Banlieue aussehen zu lassen, als jetzt wie, weiß ich nicht, Brennpunkt um 12 oder so. Das wollte ich auf gar keinen Fall, weil dafür ist das Thema zu tief. Und das geht ja auch in das Thema rein mit ZuschauerInnen-Erwartungen. Also was erwarten die Leute, wenn sie so eine Dokumentation sehen? Und morgen findet ja ein Screen and Talk mit dir statt in der Eule. Wir zeigen den Film, du bist danach da und es wird ein Gespräch geben. Was erwartest du dir da? Geht es da um lokale Hip-Hop-Fans, die mit dir sprechen wollen? Geht es um Braunschweig? Geht es um dich? Ja, das sind alles Themen, die du aufgezählt hast, die wahrscheinlich zur Sprache kommen werden. Also es ist schon für mich auch erwartbar. Ich denke, ich weiß nicht, wer da ist morgen, und also es ist ja ausverkauft, aber ich denke mal, es wird eine Mischung sein zwischen Leuten, die mich kennen, also meine Familie ist da und vielleicht Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, vielleicht Hip-Hop-interessierte Fans, aber das ist ja auch das Spannende, deswegen zeige ich diesen Film, zeige auch bewusst, es ist ja 23 Minuten, also es ist halt keine Vollzeit-Doku, das merke ich auch an, weil ich will, dass die Leute mit den richtigen Erwartungen rangehen und alles, was ich mache, oder in dem Kontext, es ist alles modular und jederzeit spin-offbar. Also du kannst halt dann, wenn ich jetzt sage, ich will noch einen machen, dann gehe ich halt mit der Lupe da nochmal rein. Aber ich wollte erstmal was vorlegen mit der Geschichte, mit der ich mich auskenne, die ich selber gelebt habe. Und welche Gesprächsthemen sich daraus ergeben,
Ich bin sehr transparenter MC, freue mich auf unerwartete Fragen und freue mich da mit den Leuten zu kommunizieren. Es ist für viele wahrscheinlich auch eine Zeitreise. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie du das dann, die Ceremony, leitest. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß morgen bei deinem Danke. Screen and Talk und viel Erfolg mit dem Film, auf das er deine Hoffnung einfüllt. Das wäre sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Danke.